Hallo, hier ist Naruto 1986, herzlich willkommen zu Assassin's Creed Unity zu Part 19 und jetzt machen wir hier auch weiter. So, na egal, ich muss sowieso am Ende wieder alles auffüllen, daher ist es dann eigentlich auch egal, ob wir das jetzt hiermit gerade beenden, ob wir das gleich hiermit beenden oder nicht. Hey, cool. Das Ding durchschießt gleich den Körper, das finde ich cool. So. Genial. So. Ah, Medizin ist hier unten. Hammer, da unten ist noch eine Türe. Perfekt. Was machst denn du? Jetzt stoß doch zu hier, Alter. Tot. Und noch du. Weg mit dir. So. Das reicht nämlich jetzt langsam. So. Also. Meine Güte. Ach Gott, sie sind so ein bisschen zu nah dran, ey. So. So, das ist jetzt unser letzter Part für heute. Gucken hoffentlich. Ah, hier durch müssen wir, okay. Monsieur Germain? Ja. Der Silberschmied? Danke Gott. Ich bin seit Monaten hier. Bitte, befreit mich doch. Zuerst sagt mir, was ihr über das hier wisst. Lange Zeit. Ich erzähle euch alles, wenn wir fort sind. Doch jetzt müssen wir los. Bevor sie zurückkehren. Gut, dann los. Nein. Sie bewachen den Eingang. Wir müssen die Treppe runter und rüber. Dann folgt mir. Okay. So. So. Dann kommt mal her vorbei. Warum wartet ihr denn? Oh, fast. So. Glaub mir, du bist gleich der Nächste. Der Taugenichts, der das getan hat. Der Taugenichts, der das getan hat, ist hier. Komm her. Wo wartest du? Komm her. Ja, hallo? Komm ruhig ein paar Schritte rein. Was ist denn jetzt los? Hier ist der Taugenichts, der wohl das getan hat. Ich erwisch dich schon, du Richter! Ja, ich bin ein Richter, da hast du recht. Was für ein großer Richter ich bin. Und tot. Folgt mir. In Ordnung. So.
So. Die Schurken töten, na klar. Einen Moment. Bleibt ihr mal hier oben, bevor hier was passiert, weil ich muss erstmal alle, was hier wohnen und was sind, erstmal alle töten. Danach können wir raus hier. So. Wirklich an ihm so rum. Genau, das finde ich cool, wie er sagt, dass er warten. Das finde ich cool, wie er zu diesen Zeitpunkten immer so gut sagt, finde, dass er warten soll. Daneben. Bitte schön. Jetzt gucken wir mal das ganze Spielchen von hier wieder an. So. 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 Na ja, jetzt passt. So. Wie viel gibt's denn hier noch? Ja, nur noch einen, okay. Freundchen, komm her. Moment. Gut, dass er den in den nächsten Raum reinlässt. Dass er den da immer da anhängt, hier zu stoppen. Das finde ich super gut, weil. So sicher. Bam. Aha, das bist du noch, okay? Ja, geh Blutspucken, Junge. Wir müssen weiter. Ja, selbstverständlich. So. Passt auf die Dächer. Sie postieren ihre Waffen oft auch dort. Wie wichtig seid ihr denen als Gefangener? So.
Dann gehen wir erstmal hier kurz in die Deckung, genau. Und dann suche ich mir mal den. Tot. Kleine Planänderung. Ich kriege dich! Komm zurück und kämpfe! Jetzt stirb endlich! Begeht jetzt nur keine Dummheiten. Lass den Silberschmied gehen. Bleib zurück. Gütiger Gott. Was habe ich getan? Nur das, was ihr musstet. Kommt, wir müssen gehen. Ja, natürlich. Du hast auch das Richtige getan, natürlich. Dein Leben war ja auf dem Spiel gestanden. So, jetzt dem folgen. Natürlich, das machen wir auch noch. Das war Nein! Oh, nicht da hoch, Mann! Sollst du ihm einfach folgen, Alter? Danke, mein Freund. Wir haben dir einen großen Dienst erwiesen. Vielleicht könnt ihr euch ja revanchieren. Ja, natürlich. Darf ich? Die erste machte ich vor einigen Jahren. Ein Privatauftrag. Miss Wissen Lafreniere. Es war eine ungewöhnliche Kommission. Und ich gestehe, die Neugier trieb mich, sie anzunehmen. Vor kurzem erfuhr ich mehr über Lafrenières Hintergrund. Und was ich herausfand, ist unglaublich. Er ist ein Templer. Habt ihr das erfahren? Ja, ich glaube schon. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich war sehr leichtsinnig und Lafrenière kam mir auf die Schliche. Seit jenem Tag stehe ich unter Hausarrest. Ich, wie sowas hat man, Waffen meistens. Wo kann ich ihn finden? Nun, Lafrenière ist vermutlich nur sehr schwer aufzutreiben. Vor kurzer Zeit, da hörte ich etwas über den Schutz der Waren in der Al-Oblée. Es klang bedrohlich, wie er das sagte. Wenn ich fragen darf, warum interessiert er euch? Eine mir wichtige Person starb durch ihn. Ich will wissen, wieso. Verstehe. Ihr habt mein Mitgefühl. Hm. Sie werden wieder nach euch suchen. Hm. Macht euch lieber wahr. Ja, das werde ich wohl. Verschwindet hier, lieber, das ist besser. Siehst du, das haben wir jetzt wieder komplett. So, dann. Werde ich jetzt mal. So, dann habe ich das abgeschlossen schon mal hier. So, jetzt gehe ich erstmal mit dem Dingers auffüllen, ja? Genau, weil dir will ich jetzt hin, wenn mein Verbrauchsmaterial aufbauen, auffüllen hier. Das stimmt. So, davon will ich eine. Habe ich wieder fünf. Habe ich noch fünf, das ist noch okay. Munition. Gib mir nochmal drei dazu. Medizin habe ich 5, das stimmt. Die Trich habe ich auch 5, das passt. So, da kannst du mir gleich 5 Phantomklingen geben. Davon gib mir gleich 2. Dass mein ganzer Besitztum hier wieder voll ist. So, perfekt. Jetzt ist das hier alles komplett voll. Und jetzt muss ich gerade gucken. Warte. Haupt ist hier. Was ist das? Noch ein 5er? Er ist immer noch Sequenz 5, ach Gott. Oh Mann. Ja gut, dann lassen wir es jetzt hier und beenden jetzt den Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Auf Wiedersehen. Ich wünsche euch eine schöne gute Nacht. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn ihr wieder einschaltet. Das war jetzt Part 19.
Das waren jetzt erstmal ein paar Parts wieder. Morgen kann ich leider nicht aufnehmen, wie schon gesagt. Es werden diese Woche wieder neue Parts kommen. Wie, wann, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß nicht, wie lange ich brauche, bis das Zimmer renoviert ist von mir. Bis ich hier einräumen kann, bis ich dann wieder alles anschließen kann. Also, sobald ich wieder alles anschließen kann, kommen wieder weitere Parts. Heute, morgen werden dann aber schon die nächsten Parts kommen, was heute aufgenommen wurden und wird auch heute wieder. Aber deswegen kommt momentan erstmal nichts, sonst guckt auf Facebook oder halt auf Twitter. Und was ist? Also, ciao.